1. Spargel schälen und die Enden abschneiden. Schalen und Enden in 2i leicht gesalzenem Wasser bei mittlerer Hitze 5 Minuten auskochen. Durch ein Sieb in einen flachen Topf gießen. 50 ml Spargelwasser abmessen. 2. Für die Marinade Zwiebel in feine Würfel schneiden und in kochendem Salzwasser 10 Sekunden blanchieren. Sofort in ein feines Küchensieb abgießen, mit eiskaltem Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen. Orange waschen und trocken tupfen, 1/2 TI-Schale fein abreiben. Orange mit einem Messer so schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt wird, Filets zwischen den Trennhäuten herausschneiden, herabtropfenden Saft dabei auffangen und die Häute gut auspressen, Klammer auf, ergibt ca. 100 ml Saft, Klammer zu. 3. Ingwer in feine Scheiben schneiden und sehr fein hacken. Koriander im Mörser fein zerstoßen. Vanillemark aus der Schote kratzen, mit 50 ml Spargelwasser, Orangenschale, Saft, Essig, 1/2 TI Fleur de Sel, Pfeffer, Koriander, Mandelöl und 2 Exaliter Olivenöl verrühren. Zwiebeln und Ingwer unter die Marinade rühren. 4. Spargel im leicht kochenden Spargelwasser 3 bis 4 Minuten garen. Spargel mit der Schaumkelle herausheben, abtropfen lassen und in eine große flache Schale, Klammer auf, oder Auflaufform, Klammer zu, legen. Sofort mit der Marinade übergießen und mindestens 30 Minuten marinieren, dabei öfter mit der Marinade übergießen. 5. Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Pfefferschote längs halbieren, entkernen, quer in feine Streifen schneiden. Garnelen am Rücken entlang einschneiden und den Darm entfernen. Avocado halbieren, den Kern entfernen. Avocadofleisch im Ganzen mit dem Esslöffel vorsichtig aus der Schale lösen. Avocado-Hälften längs halbieren und quer in 1 cm breite Stücke schneiden. Mit Limettensaft beträufeln. 6. Restliches Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen, Garnelen darin mit Knoblauch und Pfefferschote auf jeder Seite bei mittlerer Hitze 2 Minuten braten. Mit Fleur de Sel und Pfeffer würzen. Nach 3 Minuten Avocado zugeben. 7. Basilikumblätter von den Stielen zupfen. Spargel mit etwas Marinade auf eine Platte anrichten. Orangenfilets, Garnelen und Avocado darauf geben, mit Basilikum garnieren, sofort servieren. Zubereitungszeit 1:30 Stunden pro Portion, 18 Gramm E, 31 Gramm F, 9 Gramm Ka gleich 409 Kilokalorien, Klammer auf, 1710 Kilojoule, Klammer zu. Frische Tipp: Wer Kerbel anstelle von Basilikum verwendet, schafft eine Anisnote, die ebenfalls ausgezeichnet zu Spargel und Garnelen passt.